erstmal herzlich willkommen zu der Veranstaltung von Hessen ist geil, Pandemie-Monogamie auf der Suche, gemeinsam mit Martin Dannecker und Marco Kamholz, auf der Suche nach pragmatischen oder vielleicht sogar kreativen Lösungen für das Sexualleben und schwules Dating in dieser Zeit. Genau, wir werden diskutieren mit Martin Dannecker. Martin ist Sexualwissenschaftler gewesen hier in Frankfurt und hat schon damals in der AIDS-Zeit Maßnahmen zur Eindämmung dieser dramatischen Einschnitte in die sexuelle Freiheit analysiert, kritisiert vor allem dann auch und das Ganze immer sehr sexualitätsbejahend und mit einem emanzipatorischen Blick auf diese Diskussion. Herzlich willkommen, Martin, erstmal. Ja, genau, und auf der anderen Seite sitzt Marco Kamholz. Marco ist eigentlich Erziehungswissenschaftler und Kinder- und Jugend- und Heimerzieher. Jugend- und Heimerzieher. Und hat jetzt aber sein Studium beendet, ist dann Erziehungswissenschaftler, Sexualpädagoge und Aktivist für sexpositive sexuelle Bildung, vor allem bei schwulen Männern. Und in der ganzen letzten Zeit schon ein sehr kritischer Begleiter der aktuellen Sexualpädagogik, ist mit zahlreichen Veröffentlichungen in ganz vielen Medien vertreten, unter anderem im Jahrbuch Sexualität bist du regelmäßig zu lesen. Und ein besonders interessanter Artikel, der mir schon sehr vom Titel gefallen hat, engelsgleiche Schlampen zur Sexualmoral und Sexpositivismus. Das war sehr, sehr spannend. Und dann will ich gar nicht lange Worte machen. Pandemie-Monogamie, das muss ich noch sagen, ist ein Begriff, den Holger Wicht, der Pressesprecher der Deutschen AIDS-Hilfe, geprägt hat. Und zwar hat er ein mögliches Modell beschrieben, wie man in dieser Zeit mit einer kurzzeitigen monogamen Partnerschaft auf Zeit, auf diese Pandemiezeit, sich das Leben und diese Zeit versüßen kann und auch das Sexualleben so ein bisschen rettet. Jetzt will ich aber gar keine großen Reden schwingen, denn ihr seid dran. Marco, du beginnst. Ja, schönen guten Abend von mir. Schön, dass ihr da seid, online und hier live vor Ort. Vielleicht noch eine Vormerkung zum Ablauf. Es kommen jetzt zwei 10-minütige Eingangsstatements, die vielmehr analysierende, einordnende Gedanken von Martin und mir sind. Und Fokus wird ja vor allem auf dem gemeinsamen Gespräch zwischen Martin, mir und Björn und euch Anwesenden sein. Das solltet ihr jetzt wissen. Und ich will noch vielen Dank sagen an Björn und Hessen ist geil für die Organisation und auch für den Impuls. Du hast die Veranstaltung ja angeregt, geplant, umgesetzt. Vielen Dank. Dann werde ich jetzt beginnen mit 10 Minuten sprechen, lesen. Die Pandemie ist unbehaglich. Dass das Virus, welches die Infektionskrankheit Covid-19 auslöst, sich vor allem und sehr leicht über die Tröpfcheninfektion und die Aerosole überträgt, macht die pandemische Situation noch dazu ausgesprochen unheimlich. Das Virus liegt buchstäblich in der Luft, in der physischen und in der metaphorischen Luft, die wir atmen und die wir uns teilen. Ich weiß nicht, ob Sexualität in dieser Situation gleichsam von Unbehagen begleitet ist oder im Gegenteil Trost und Behaglichkeit verschafft. Vermutlich spendet sie beides zugleich, einen unbehaglichen Trost. Wenn wir uns heute über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Sexualität und das Sexdating unterhalten, tun wir das auf wackeligem Boden. Wir sprechen über ein Virus, das zwar fast alle Lebensbereiche auf Trab hält, das aber zugleich in der Form noch nicht mal mehr als 10 Monate in unser Leben getreten ist. Die wenigen sexualwissenschaftlichen Daten basieren meist auf Befragungen zu Beginn der Pandemie. Die individuellen und kollektiven Reaktionen auf das Virus zu dieser Zeit unterscheiden sich aber von den heutigen. Zwischenzeitlich haben sich nicht nur das Infektionsgeschehen, das medizinische Wissen und die Regeln für den Umgang mit der viralen Bedrohung geändert, sondern es wurden auch Arrangements mit dem Virus gebildet, die nun im Angesicht einer zweiten Welle oder mitten in der zweiten Welle wieder in Frage gestellt sind. Somit bleibt, auch mit Blick auf unser Gespräch heute Abend, festzuhalten, dass Unwägbarkeiten und Unsicherheiten die Auseinandersetzung mit Corona dominieren. Und vielleicht wissen wir heute Abend zwischenzeitlich auch nicht immer genau, wovon wir eigentlich sprechen.
Und das finde ich auch entlastend, weil ich sitze hier neben Martin Dannecker, der dann auch gar nicht weiß, wovon er spricht, vielleicht, weil es um das ganze Neue geht. Umso besser finde ich, dass es kurze Eingangsstatements sind. Martin stärker mit einer sexualwissenschaftlichen Interpretation und ich stärker aus Perspektive der sexuellen Bildung. Was sich meiner Beobachtung nach allerdings sagen lässt, ist, dass die Dynamiken der Pandemie und ihre Anforderungen an das Zusammenleben hochgradig widersprüchlich sind. Die Virusausbreitung beschleunigt sich, wir entschleunigen uns. Wir sind global, national, regional voneinander getrennt und werden vielleicht auf einzigartige Weise zur gleichen Zeit kollektiviert. Wir zeigen Fürsorge, indem wir andere meiden. Wir rücken von den vielen anderen Körpern ab und kommen den wenigen, die uns bleiben, umso näher. Ich würde behaupten wollen, dass letzterer Umstand die wohlgemerkt unfreiwillige, intensivierte Nähe zu insgesamt weniger oder nur noch zu einzelnen Menschen bei weitem nicht nur schön ist. Unser heutiges Gesprächsthema ist deshalb spannend, weil es sich dem Sexdating schwuler Männer widmet. Also dem Bedürfnis oder dem Wunsch nach Sex mit wechselnden oder mehreren Partnern, nach schnellen oder anonymen sexuellen Begegnungen, nach sexueller Lust, die sich außerhalb dauerhafter Liebesbeziehungen realisiert. Zu beobachten war zu Beginn der Pandemie in der Tat, dass promiske Bedürfnisse und die Befriedigung sexueller Lust außerhalb von festen Partnerschaften quasi verboten waren oder als ungemein fragwürdig galten, aber selbstverständlich weiter stattgefunden haben und auch toleriert wurden. Auch in Frankreich, Italien und Spanien sind die Menschen, bin ich mir sicher, während des Lockdowns zueinander geschlichen und unter die Decken gekrochen. Vielleicht hat es ihnen bei allen Sorgen und aller Tristesse auch einen besonderen Kick verschafft. Eindeutig und ohne Hinweise auf Risikoabwägungen oder Aushandlungsmöglichkeiten beantwortete beispielsweise die BZGA die Frage, ob Sex für Singles in Zeiten von Corona okay sei. Da war ein Online-Post zu lesen, für dich und alle Singles da draußen bedeutet das, die Corona-Pandemie, leider im Moment keinen Sex. Stand dort so proklamiert. Bis heute verlautet die Homepage der Kampagne Liebesleben der BZGA, dass der Verzicht auf Sex mit Selbstbefriedigung kompensiert werden könne, denn dort bestehe kein Risiko einer Ansteckung. Diese Information zum Thema Sex und Corona seitens der Gesundheitsfürsorge, ich würde sagen fast alle Einrichtungen, auch die DAH und BZGA, also diese Infos entbehren nicht einer gewissen Komik. Stellen Sie doch auch einen kläglichen und hämischen Versuch dar, das schlechte Ganze als kleines Glück zu verkaufen. Soll man sich nun etwa glücklich schätzen, keinen Sex zu haben, wenn man dann sich und andere vor Corona schützt? So einfach ist die Rechnung natürlich nicht, weil das Begehren so nicht tickt. Viele LSBTI-Verbände und Vertreter werden nun derzeit nicht müde, der an und für sich richtigen Aussage, dass der Coronavirus alle Menschen trifft, zu widersprechen, und sie verweisen auf das höhere Maß an Diskriminierung, Stigmatisierung, Isolation und Leid, das sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten im Moment widerfahre. Dieser Einspruch allein, wenn er überhaupt so stimmt, der reicht nicht aus, um die Situation schwuler Männer in Bezug auf unser heutiges Thema zu beschreiben, weil er die Differenzen zur Mehrheitsgesellschaft nicht ausreichend benennt. Diese liegen im sexuellen und sozialen Verhalten eines Teils der Schwulen, aber nur eines Teils. Dieser Teil lebt Beziehungen eher monogam und besucht regelmäßig oder sehr häufig schwule Orte der Geselligkeit und schwule Orte für schnellen Sex. In der Pandemie relevant ist also die Neigung zum Partnerwechsel, so hat es dann Martin letztes Jahr im Text zitiert, und die Infrastruktur für Cruising und Gruppensex von Schwulen. Besonders an schwulen Räumen dürfte sein, dass die geselligen Orte sexuell und die sexuellen Orte gesellig sind. Und beides, also das Soziale, die soziale und die sexuelle Nähe, gerade aus epidemiologischer Sicht unerwünscht ist. Welche Auswirkungen die Pandemie nun auf die Sexualität schwuler Männer insgesamt hat, ist daher nicht leicht bis gar nicht zu beantworten, sondern wenn, dann nur für einen Teil von ihnen. Diejenigen Schwulen, die schwule Orte für schnellen Sex und schwule Orte der Geselligkeit aufsuchen, sind aktuell teilweise um diese beraubt oder können und wollen sie nicht mehr aufsuchen. Zudem sind promiske Bedürfnisse vergleichsweise weniger umstandslos realisierbar. Auswirkungen hat die Pandemie, wie ich denke, genau genommen auf alle Menschen in Bezug auf sexuelles Verhalten, sexuelle Fantasien und auf die sexuellen Verhältnisse, in denen sie leben. Das,
ist aber nicht gleichbedeutend mit einer grundlegenden Veränderung von Sexualität an sich. Der subjektive Faktor, also die individuelle Realisierung der Sexualität und die objektiven Bedingungen, in denen dieser sich bildet, stehen nicht derart reflexartig miteinander in Beziehung. Somit ist auch nicht davon auszugehen, dass derzeit etwas grundlegend Neuartiges in die Sexualität eingepflanzt wird, wie man mit Foucault, wie Foucault zum Beispiel über die Perversionen spricht, dass eine Einpflanzung von Perversionen gegangen sei zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt. Und ich glaube, dass was derartiges nicht geschieht mit der Sexualität an sich. Fragen, die derzeit allerdings aufkommen, sind zum Beispiel, wie kann man den Schutz vor Corona und die eigenen sexuellen Wünsche miteinander in Einklang bringen? Oder, wie es in unserer Veranstaltungsankündigung heißt, wie kann ein pragmatischer Umgang beim Sexdating wieder gelingen? Ich glaube, dass das in Einklang bringen von Sex bzw. von direkten sexuellen Begegnungen und Corona grundsätzlich misslingen muss. Es misslingt, weil sexuelle Wünsche Einspruch erheben gegen die Realität, erst recht gegen eine derart sinnlich und kulturell verarmte. Eine befriedigende sexuelle Begegnung unter gänzlicher Einhaltung von Schutzmaßnahmen gegenüber dem Coronavirus ist auch nur sehr schwer möglich. Dem sexuellen Geschehen wäre jegliche Unkalkulierbarkeit genommen. Es wäre absurd, sich sexuell mit der gleichen Akribie zu begegnen, wie man derzeit Hygienepläne und Infektionsschutz im Alltag einhält und umsetzt. Und ich glaube, die Menschen verhalten sich auch nicht derart, wenn sie sexuell in Aktion treten im Moment. Schlichtweg, weil es nicht funktioniert. Sexualität ist in mehrfacher Hinsicht grenzüberschreitend und der Schutz vor Corona lebt vor allem von Grenzwahrung. Ich glaube aber auch, dass der pragmatische Umgang mit Sexdating, nach dem ja für heute auch gefragt ist, dass dieser Umgang bereits gelingt. Die Schwulen haben ihren Umgang gefunden und zu fragen ist vielmehr, was sie denn treiben oder nicht treiben. Leitend sollte dabei zunächst mal weniger sein, was sie tun sollen und ob sie das Richtige tun, sondern wie sie sich dabei fühlen, welche Fantasien und Praktiken von Bedeutung sind und wie sie mit sich und anderen umgehen. Die Verhaltensänderungen, die ich anhand von den sexuellen Bildungsveranstaltungen mit Schwulen, die ich organisiere, die Verhaltensänderungen, die ich bei schwulen Männern ausmachen kann, sind selbstverständlich vielseitig. Manche haben keinen Sex bzw. keine direkten sexuellen Begegnungen mehr. Manche verspüren weniger Lust, weil sie ihnen buchstäblich vermiest ist. Manche sind entlastet, nicht wenige, sind entlastet von der Suche nach Anerkennung in sexuellen Begegnungen oder entlastet vom Druck, sexuelles Glück in der schwulen Szene zu suchen und zu finden. Manchen ist es schlichtweg zu blöd oder selbstverständlich auch zu gefährlich, sich unter diesen Bedingungen zu daten. Hier muss man sich nichts vormachen. Wir können auf Sex bzw. direkte sexuelle Begegnungen verzichten und das auch langfristig. Mehr Menschen als vermutet leben auch ganz ohne Pandemie auf diese Art und Weise. Manche Schwule vögeln unverändert weiter. Viele reduzieren oder minimieren ihre Sexkontakte, manche haben mehr Sex. Schwierig wird es für die, die ihre Sexkontakte nur in Saunen oder ähnlichen Orten realisieren können oder wollen. Also weil sie da eine bestimmte Dynamik aussuchen oder weil sie auch nur dort einen Partner finden oder ausgewählt werden als Sexualpartner. Schwieriger wird es auch für die, die auf Partnersuche sind und dafür gesellige Orte aussuchen wollen oder sexuelle. Oder die aufsuchen, um nicht allein zu sein oder um sich nicht allein zu fühlen. Traurig ist es für die, die sich gerade outen und loslegen wollen. Da waren auch einige in meinen Workshops. Spätes Outing, schwulen Sommer beginnen wollen und dann sich in der Pandemie wiederzufinden. In der Tendenz lässt sich aber für den Beginn der Pandemie sagen, dass Schwule insgesamt ihre Sexkontakte verringert haben, würde ich behaupten. Aus Perspektive der sexuellen Bildung stellt nun die Auswahl von Sexualpartnern und die sexuelle Kommunikation den spannendsten Umstand dar. Wenn die Kontakte reduziert werden, wer bleibt dann eigentlich übrig? Werden diese sexuellen Beziehungen verändert erlebt oder laufen auch verändert ab? Wer bildet sexuelle Infektionsgemeinschaften? Werden feste Corona-Hookups gesucht und wie werden sie arrangiert und vereinbart? Also wie geht man da aufeinander zu? Geht tatsächlich eine Remonogamisierung vonstatten oder daten die Schwulen, die ihre Promiskuität nicht ändern können oder wollen, nicht einfach weiter, nur eben anders, auf privaten Feiern, beim Cruising im Park und so weiter?
Mit ein bisschen Feldforschung und Beobachtung muss doch längst auffallen, dass sich die Dating-Kultur nicht eingestellt hat. Das kann man auch als ein Zeichen gestärkter Abwehrkräfte begreifen und als eine Verdeutlichung, wie schwer schwule Sexualkultur zu erschüttern ist. Mögliche ethische oder moralische Einwände müssen mit Bedacht formuliert sein. Ob und welches Risiko schwule Männer, die weiterhin wechselnde Partner haben, eingehen, ist nicht gesagt. Mir sind allerhand charmante und einleuchtende pragmatische Umgangsweisen begegnet in den Workshops. Zum Beispiel die Zurückhaltung und Strenge in den meisten Lebensbereichen, dafür geplante Ausnahmen in sexueller Hinsicht. Oder der überzeugende Vergleich, also wie ich finde überzeugend, so wie der wöchentliche Einkauf notwendig ist und ein Restrisiko mit sich bringt, gönnt sich der eine oder andere auch weiterhin Sexdates, nur eben weniger und mit genauerer Absprache mit dem Partner. Auch mit normativen Bewertungen der Frequenz der Sexualakte und Partneranzahl sollte man sich zurückhalten. Es lässt sich anhand dessen schlichtweg keine Aussage über sexuelle Zufriedenheit und Satisfaktion treffen. Es wäre dennoch, das ist mein letzter Satz, es wäre dennoch so verlockend, die Behauptung aufzustellen, Sex und Lust machen die Pandemie verkraftbarer. Man will so gerne daran glauben und insgeheim tue ich es auch. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Marco. Ich bleibe mal ein bisschen im Hintergrund, um den Abstand zu wahren. Aber ich freue mich sehr über deinen positiven Blick auf die Sexualität. Mir hat besonders das Bild dieser gestärkten Abwehrkräfte gegen Einflüsse von außen der schwulen Sexualität gefallen. Und das, was du sagst, hat ja auch eine Umfrage von einem großen Datingportal gezeigt, dass die Schwulen, die ihr Datingverhalten eingestellt haben, dass insgesamt die Sexdates um 70% etwa zurückgegangen sind. Jetzt ist das nur so eine Umfrage und keine Studie, aber es zeigt zumindest, dass da was passiert ist. Was mir auch besonders gut gefallen hat, war, dass du schön hervorgehoben hast, dass sexuelle Orte und gesellige Orte bei schwulen Männern ja nicht immer ein Widerspruch sind oder ganz unterschiedliche Orte sind, sondern ich habe Geschichten gehört, wo in der Sauna gekuschelt wurde und in Darkrooms. Das vermutet man ja gar nicht und ich glaube, dass diese sexuellen Begegnungen grundsätzlich ein wichtiger Bestandteil des schwulen Soziallebens oder des Zusammenlebens von schwulen Männern in der Community ist. Vielleicht kannst du da nochmal zwei Sätze zu sagen, weil du ja auch angeregt hast, dass die Kommunikation sich verändert, dass an vielen Stellen irgendwie auch Moral Einzug hält, dass du kannst doch jetzt nicht und dass man anfängt zu werten, wie andere ihre Bedürfnisse ausleben, aber die Bedürfnisse ja so individuell sind wie wir alle und man nicht von einem auf den anderen übertragen kann. Du musst deine Frage noch konkretisieren. Hast du eine Idee, wie man gerade in sozialen Medien oder auf Dating-Plattformen entspannter miteinander kommunizieren kann, damit das gelingt? Im Kommunizieren über Sexualität kannst du? Ja. Ist zugestehen. Naja, ich hätte jetzt auch gesagt, davon auszugehen, dass durch die Pandemie die Sexualität ja nicht stillgelegt ist. Ja. Und dass Menschen haben ja weiterhin sexuelle Bedürfnisse. Spannend ist ja eher zu gucken, haben die sich verändert? Wie realisiert man die gerade? Wie verleiht man denen Ausdruck? Und deshalb wäre mein Ratschlag, quasi da offenherzig miteinander im Gespräch zu sein und nicht verurteilend und fehlersuchend. Und das verschärft sich, glaube ich, die letzten Monate. Also mein Blick, das habe ich ja auch im Statement gesagt, ist ja vielmehr das, dass ich ein Interesse daran zeigen will, wie Schwule sich gerade sexuell fühlen und verhalten. Und ich bin auch keine Gesundheitsbehörde, also ich mache sexuelle Bildungsangebote. Also mich ist der erste Maßstab nicht, ist es jetzt richtig oder falsch, und ich interessiere mich, was macht ihr miteinander und mit euch. Und mit der Haltung gehe ich gerade auf Menschen zu, zumindest in meiner Arbeit. Sehr schön. Also ich glaube auch, dass mehr Offenheit, mehr Kommunikation über Sexualität immer hilfreich ist. Und wenn man, wie du das ja auch beschrieben hast, vielleicht
jetzt anstatt ganz anonymen Sex zu haben, sich auch mal eine Handynummer geben lassen kann, falls denn was passiert, um miteinander zu sprechen. Ich meine, das sagen wir bei sexuell übertragbaren Infektionen auch, dass wir die Partner, die in dem betreffenden Fall in Frage kommen, dass man die dann einfach informiert. Das ist ja auch eine Frage des Respekts und der Fairness im Umgang miteinander. Und wenn wir das jetzt im Zuge der Corona-Pandemie auch anwenden und sogar vielleicht noch ein bisschen vorantreiben können, dann ist das sicher gut. Aber jetzt will ich gar nicht lange reden. Jetzt aus der sexualwissenschaftlichen Perspektive. Lieber Martin, was hast du uns mitzuteilen? Na, also erstmal schönen guten Abend und vielen Dank für die Einladung. Und wir sind gar nicht so weit auseinander und doch erheblich, weil hier kreist es ja irgendwie so um Sex Positives und ich kann mir immer weniger vorstellen, was das ist. Ich denke, Sexualität ist eine elementare, unaufschiebbare menschliche Erfahrung, die schwer auszuloten ist, die aber auch alles andere als positive Seiten hat. Sie ist oft auch mit Unlust verbunden und mit Leid. Und das wird mir irgendwie so ein bisschen weggemacht und es soll auch weggemacht werden. Wir sollen auf die Sexualität positiv gucken. Ich glaube, das ist eine nette amerikanische Erfindung. Und ich gucke weniger positiv drauf und gucke mir einfach mal an, was möglicherweise als Reaktion geschieht, eher kollektiv. Aber erstmal auf die Aidshilfe gucken. Die sind nämlich auch natürlich nicht nur ihrem Selbstverständnis nach Organisationen, die sich als sexpositiv bezeichnen, nämlich weil sie der Überzeugung dafür sind, dass uns Sex und Nähe gut tun. Sie plädieren deshalb, und das ist ein vernünftiger, begrüßenswerter Standpunkt, dafür, für günstige individuelle und gesellschaftliche Bedingungen zum vollen Erleben sexueller Lust und sexueller Befriedigung. Man achte auf das volle Erleben im Emphatischen, nicht nur sozusagen für sexuelle Akte. Andererseits sehen Sie es als Ihre Aufgabe an, und da beginnt das Dilemma, Ihre Zielgruppen auf die Risiken für die Gesundheit durch sexuelles Handeln hinzuweisen. Abgeleitet werden aus diesen Risiken Rahmenbedingungen des sexuellen Handelns bzw. Formen des risikolosen bzw. risikoarmen Sex. Und dieser Sex scheint aber in vielen Fällen der vollen Entfaltung sexueller Lust nicht günstig gesonnen zu sein oder ihn sogar zu verhindern. So ist eine in Hygiene eingebettete und von Hygiene dominierte partnerschaftliche Sexualität deshalb keine Sexualität, weil durch sie Nähe und Transgressionswünsche behindert oder sogar verhindert werden. Und das nicht nur auf der Ebene der äußeren Handlung, sondern vor allem im Hinblick auf die Entfaltung sexueller Fantasien. Also das, was sozusagen das Aroma bei der Handlung macht. Weil die Handlung an sich ist ja öde, auch wenn man drauf guckt. Also wenn man Pornos ausschreiben würde ohne Fantasie, würde man sehen, wie öde diese Handlung ist, der wir so viel Lust beimessen können. Und das hat mit Fantasie zu tun. So dürfte die mehr oder weniger bewusste Vorstellung, dass während einer sexuellen Begegnung mit anderen alles möglich ist, und keine Grenzen gelten, die beim Sex erlebte Lust erheblich steigern, und zwar relativ unabhängig davon, was sexuell tatsächlich stattfindet. Das ist so ungeheuer interessant, wenn man die Sexualität anguckt bei bezahlten Sex, also den Hurensex. Wenn man da genau guckt, findet da eigentlich gar nichts anderes statt als zu Hause, manchmal sogar weniger, aber es ist mit völlig anderen Fantasien gelegt. Und deshalb wird es sozusagen auch völlig anders gesetzt. Also, Fantasie wird behindert dadurch, Transgression, Nähe, der Wunsch nach Nähe verschmelzen ist nicht möglich. Nämlich, wie soll eine solche Vorstellung von Sexualität beim
Sex möglich sein, wenn ein Cordon sanitaire von 1,50 Meter erforderlich ist. Das behindert sozusagen schon die Vorstellung. Durch Corona wird also nicht nur die Sexualität, verstanden als reale Handlung, beschnitten, behindert wird durch Corona auch die freie Entfaltung der sexuellen Fantasie. Dem machen wir uns nichts vor. Es ist so, wie es ist. Und wie die DAH in einer Verlautbarung zu Corona und Sex betont hat, und ich zitiere jetzt: Mit dem Coronavirus kann man sich überall anstecken, wo Menschen in engen Kontakt kommen. Beim Sex hat man also durch die Nähe, und jetzt wird es kursiv gedruckt im Original, und den Kontakt ein hohes Risiko, egal um welche Sexualpraktik es geht. Hoch ist das Risiko, wenn man dem jetzt mal glauben will, beim Sex einfach deswegen, weil man sich dabei körperlich ziemlich nahe kommt, jedenfalls üblicherweise, und nahe kommen möchte. Das ist sozusagen das Risiko, auch wenn man sich nicht nahe kommt, dass man sich nahe kommen möchte. Das hört nämlich nicht auf, dieser Wunsch. Doch das stimmt so, wie es bei der DAH-Verlautbarung heißt, natürlich nicht. Denn man hat beim Sex nur dann ein Risiko, sich mit Corona anzustecken, wenn bei diesem mindestens eine andere Person direkt mit im Spiel ist. Für viele anderen, auch unabhängig von Covid-19 existierenden sexuellen Praxen, wie beispielsweise Cybersex und Masturbation, allein mit sich gilt es selbstverständlich nicht. Und deshalb wird es ja auch so gelobt. Also wird sozusagen jetzt etwas herbeigelobt, was vorher so ein bisschen im Hintergrund steht. Offensichtlich, also das ist mir wichtig, weil das nicht nur in der DAH so ist, schlägt die Norm, der zufolge nur die genitale bzw. partnerschaftliche Sexualität wahre Sexualität ist und alles andere nur Ersatz für diese, in unaufmerksamen Stunden bis in die DAH durch, obwohl doch in dieser bekannt sein dürfte, dass unter schwulen und bisexuellen Männern partnerschaftliche sexuelle Kontakte nicht die Hauptquelle der sexuellen Betätigung sind. Schwule Männer waren und sind schon lange Meister der Masturbation und neuerdings auch Meister des Cybersex. Das zu betonen erscheint mir deshalb notwendig, um den beobachteten starken Rückgang partnerschaftlicher sexueller Kontakte, auf den ich gleich noch genauer eingehen werde, nicht vorschnell mit einer völligen sexuellen Depravation von schwulen Männern gleichzusetzen. Das hat man schnell, wenn man nur darauf guckt und das andere ausblendet. Dann hat man nämlich wieder einen Grund zu klagen. Und man klagt unter emanzipatorischen Bedingungen ja relativ gern. Das ist ein merkwürdiger Widerspruch, aber der hat sich neuerdings irgendwie so durchgesetzt. Im DAH-Statement mit seiner einseitigen Betonung des Sex mit Körperkontakt und der Gleichsetzung von Sex mit dieser Praxis ist aber zugute zu halten, dass in ihm ansatzweise die tiefgreifendste Veränderung der Sexualität durch Corona thematisiert wird. Kein anderer Bereich im sexuellen Kosmos wurde durch Covid-19 so fragwürdig und so sehr von Fragen umstellt wie die partnerschaftliche Sexualität. Das betrifft sowohl die Sexualität innerhalb von Beziehungen als auch die Sexualität mit sogenannten Gelegenheitspartnern. Also beispielsweise das Daten für One-Night-Stands oder auch für kürzere Fix. Während über den Sex in bestimmten Bereichen bzw. Orten, an denen mehr Menschen zu ihnen zusammenkommen, ein Totalverbot erlassen wurde, wie für Sexclubs, Darkrooms und prostitutive Orte, war er im privaten Bereich nicht zu kontrollieren, das wissen irgendwie alle, und er wurde unter bestimmten Bedingungen nolens volens auch zugestanden. Aber die Logik des allgemeinen Abstandsgebots und die Hygienevorschriften fordern auch beim Sex im privaten Bereich ihren Tribut und verkomplizieren diesen ungemein. Zwar müsse, wie es bei dem in dem DAH-Statement heißt, auch in Zeiten von Corona nicht grundsätzlich auf Sex verzichtet werden, womit auch wieder partnerschaftlicher Sex gemeint ist, aber realisiert werden soll dieser nur unter ganz bestimmten Vorgaben. Das kompliziert ihn so sehr. Verzichtet werden müsse zuvorderst
auf das Küssen, also auf einen ubiquitären Ausdruck des Begehrens. Wobei es natürlich vor allem um tiefe, nasse und die Erregung steigende Küsse geht. Das heißt, mir schwant da so irgendetwas von einem Bild von Sexualität auf, aus der irgendwie die Erregung verschwindet. Also wenn ich mir dieses Bild vergegenwärtige. Ich weiß nicht, ob ich in der Zeit nicht überziehe. Also ich hätte sonst gerne jetzt zitiert, aber wahrscheinlich kennen es die meisten auch schon, ausreichend Verlautbarungen, die auch, ich habe eine amerikanische gefunden, aber ähnlich gibt es auch in Deutschland, wo es darum geht, also was man mit einem Partner machen kann, wenn man schließlich schon partnerschaftliche Sexualität hat. Und das ist natürlich, du hast auch schon genannt, also man soll kommunizieren, man soll Nummern austauschen. Du hast vorher auch gesagt, na ja, aber wenn die sexuelle Besetzung daraus besteht, dass es jetzt gerade anonym sein soll, dann soll ich jetzt plötzlich Nummern austauschen, dann nimmt es ja etwas sozusagen von dem Kick, dem Individuellen, weg. Dann soll man natürlich vor und nach dem Sex die Hände und den Körper waschen und Sextoys waschen und dergleichen mehr. Und jetzt wird es aber spannend, das Gesicht bedecken oder eine Maske tragen, weil durch das stärkere Atmen während des Sex mehr Speicheltröpfchen entsteht. Auch hier sieht man sozusagen, dass das Moment von Leidenschaft, was die Sexualität sozusagen gefährlich macht, das Heftige, dass das eingegrenzt wird. Also das ist, da geht es an den Grad und das soll irgendwie alles relativ gemessen sein. Küssen soll man vermeiden oder einschränken und dann sexuelle Positionen wählen, die Face-to-Face-Kontakte reduzieren oder Kondome benutzen. Nun, ein endliches Gemüt könnte diese Liste sicherlich fortsetzen und würde aber auch nie dahin kommen, dass bei all diesen Praktiken die Gefahr da ist, dass man diese 1,50 Meter Abstand nicht einhalten kann. Also das ist sozusagen der Sog der Nähe, sich ereignet, wenn man Sexualität miteinander hat. Nach diesen Bemerkungen möchte ich noch etwas genauer auf den Einfluss von Corona auf das sexuelle Verhalten von bi- und homosexuellen Männern eingehen und mich auf eine australische Studie, die methodisch relativ gut stützen, die im April 2020 erhoben wird. Marco hatte schon gesagt, es gibt leider keine neuen Zahlen nach der Veränderung, nach dem Lockdown, denn so wie es im Lockdown war, wird es mit Sicherheit nicht geblieben sein, da bin ich auch ziemlich sicher. Das ist nicht anzunehmen, aber ich habe keine gefunden, die gibt es, glaube ich, auch vorher nicht. Zu vermuten ist aber trotz der gültigen Distanzregeln, dass sowohl die Zahl der Sexualpartner als auch die Häufigkeit der sexuellen Kontakte mit Gelegenheitspartnern wieder zugenommen hat. Bei dem Höhepunkt. Aber der Reihe nach. Die Veränderung der 6-Monats-Periode vor und der Periode nach Corona werden in den Studien entlang von drei Mustern erhoben. Zwar sogenannte Gelegenheitspartner, Fuckbuddies und feste Freund oder Ehemann. Und wie zu erwarten, zeigten sich die stärksten Veränderungen bei den sexuellen Kontakten mit Gelegenheitspartnern und den Fuckbuddies. Während in der Vor-Corona-Periode fast 63% der Befragten von sexuellen Kontakten mit Gelegenheitspartnern berichten, nebenbei gesagt, die Hälfte der Befragten war befreundet, also lebte in einer festen Beziehung, in Anführungszeichen fest, sind es während der Corona-Periode nahezu nur noch 16%. Also der Unterschied ist radikal. Bei den sexuellen Kontakten mit Fuckbuddies ist der Rückgang etwas weniger drastisch. Er beträgt 53% vor Corona, 24% während Corona. Diese Daten zeigen einerseits einen von den Autorinnen und Autoren dramatisch, ich glaube auch zu Recht, dramatisch bezeichneten Rückgang der sexuellen Kontakte mit anderen Männern als dem festen Freund oder dem Ehemann. Sie deuten aber, und das ist sicherlich bemerkenswert, aber auch darauf hin, dass ein kleiner, aber nicht unbedeutender Teil, nämlich 16%, auch in der Hochblüte sozusagen der Diskursivierung der Angst und des Verlangens nach Distanz sexuelle Kontakte mit Gelegenheitspartnern gehabt hat.
die sind nicht ganz gleich geblieben, da ist auch sozusagen etwas abgeschwächt worden, aber es hat immerhin fast ein Fünftel einen Teufel getan, darauf zu verzichten. Warum, ist die große Frage, ob sie nicht wollten oder nicht konnten. Ich denke, es ist eher beides. Aber auch die Mehrheit dieser Befragten, ich habe schon gesagt, hat nicht einfach so weitergemacht. Was dabei herauskommt, wenn man diese Veränderungen anguckt, und das muss ich einfach nochmal klar machen, dass der Verlust auf die sexuellen Kontakte mit Gelegenheitspartnern in der realen Welt gleichbedeutend mit einem Verlust der Sexualität mit Partnern überhaupt ist. Und zwar, das gilt einfach für all jene, die entweder mit ihrem Freund keine sexuellen Kontakte mehr haben, der Prozentsatz ist hoch, und diejenigen, die darauf verzichtet haben. Also das heißt, es hat eine Zeit lang so etwas, nicht eine Monogamie gegeben, aber so wie ein massenhaftes, zölibatäres Leben der schwulen Männer. Auf das ist es wirklich hinausgelaufen, sicherlich nicht freiwillig. Welche Auswirkungen die von Corona ausgehenden, mehr oder weniger lang anhaltende Re-Monogamisierung vorher offener schwuler Beziehungen auf die emotionale und sexuelle Paardynamik hat, ist eine durchaus interessante Frage und auch eine wichtige, über die wir später vielleicht diskutieren sollen. Zur Sexualität innerhalb der bestehenden Partnerschaften während des Lockdowns nur so viel. Davon berichtet die Hälfte derjenigen, sagt, sie hätten auch nach Corona mit ihrem Freund oder Ehemann Sex gehabt. Und jetzt könnte man natürlich irgendwie annehmen, also außen fällt so viel weg. Jetzt wird sozusagen, wenn man in Kategorien Ersatz denkt, dynamisiert sich die Sexualität oder wie es die Häufigkeiten nehmen zu innerhalb der Beziehung. Dem war aber nicht so. Denn 30% von denen berichten, dass sie weniger Sex mit ihrem Freund hatten als vor Corona, obwohl die Außenbeziehungen weggefallen sind, einen großen Teil, und nur 8% haben mehr Sex mit ihm gehabt. Das heißt, man sollte den romantischen Einflüsterungen, denen zufolge Corona zu einer Redynamisierung und Intensivierung der Sexualität zwischen Paaren führen könne, nicht glauben. Zu vermuten ist für schwule Männer eher das Gegenteil. Der Verzicht auf sexuelle Kontakte mit Dritten wirkt sich desexualisierend auf die Binnensexualität von schwulen Paaren aus. Was die australische Studie zeigt, ist in der Tat ein dramatisch zu nennendes Verschwinden promisker sexueller Kontakte während des Lockdowns. Tendenziell wird es übrigens von allen anderen Studien auch bestätigt, auch wenn die Ergebnisse nicht so drastisch sind. Das zeigt sich dann auch nochmal, wenn man den Gruppensex teilgenommen haben vor Corona in der australischen Studie, darin ein Drittel der Befragten ungefähr nach Corona in der Zeit, die natürlich auch geringer war, wie 6 Monate, waren das nur noch 7,5%. Jetzt der Einwand, und da bin ich auch gleich beim Schluss, gegen die australische Studie, das ist nämlich die Reduktion ihrer Untersuchungsperspektive auf direkte Körperkontakte und auf die Körperkontakte kreisende Sexualität. Zum sexuellen Kosmos, besonders der schwulen Männer, und das gilt wohl auch für Australien, gehört mehr als die partnerschaftliche Sexualität, blendet man wie in der australischen Studie die Masturbation sowie die Aktivitäten auf Chat- und Datingportalen aus, ist das Bild über die Sexualität von schwulen und bisexuellen Männern auch in der Periode von Corona in so hohem Maße unvollständig, dass es als falsch bezeichnet werden muss. Denn es könnte ja sein, dass simulierte Sexualakte beim Chatten während des Lockdowns und auch später zugenommen und die Masturbation und der Konsum von Pornografie sich ausgeweitet haben. Im Sinne habe ich dabei eine kompensatorische Funktion von Cybersex, Masturbation und Pornografiekonsum, also gleichsam
eine Ersatzbefriedigung für nicht realisierbare sexuelle Praxen mit direktem Körperkontakt. Doch diese Annahme ist deshalb problematisch, weil diese Formen der Sexualität nie nur Ersatz sind, sondern von partnerschaftlicher Sexualität auch relativ unabhängige Erregung und Befriedigungsweisen. Auch könnte es sein, und darauf weist eine Äußerung des Gründers von Planet Romeo in einem Interview während des Lockdowns hin, dass der darüber berichtet, dass es nicht zu mehr Zugriffen auf den Portal gekommen ist, sondern im Gegenteil, dass es zwischen 20% und 30% weniger Zugriffe auf das Portal gab. Also es könnte sein, dass, um die alte Kategorie von Kinsey zu benutzen, es insgesamt durch Corona zu weniger sexuellen Handlungen gekommen ist. Die alte Kategorie von Kinsey heißt sexuelle Outlets. Also da wird es mal versucht, insgesamt anzugucken. Und das wirft die entscheidende Frage auf, ob sich durch die erzwungene körperliche Distanzierung die Sexualität insgesamt gesehen desexualisiert hat. Das Begehren, verstanden als Wunsch nach Sexualität, also schwächer geworden ist. Ich halte es jedenfalls für naheliegend und nachvollziehbar, wenn sich jemand fragt, ob das, was während der Herrschaft von Corona sexuell noch möglich erscheint, es auch wert ist, getan zu werden. Das könnte bei dem einen oder anderen und in der einen oder anderen Situation dazu führen, auf das sexuell Zugestandene und nicht als riskant eingestufte zu verzichten, weil es der individuellen Vorstellung einer guten und befriedigenden Sexualität als zu wenig erscheint. Vielen Dank. Das, wie du schon gesagt hast, das, auf der einen Seite stimmst du Marco teilweise zu, auf der anderen Seite finde ich das auch eine ganz schön steile These, wenn ich das so sagen darf, dass sich die Sexualität, wenn ich dich richtig verstanden habe, gar nicht verlagert hat, so wie wir das jetzt häufig glaubten oder sowas, sondern du sagst, dass diese, na erklär es selbst, diese Desexualisierung, also die, das Wegnehmen der ganzen spannenden Elemente führt dazu, dass man grundsätzlich nicht nur weniger Lust auf partnerschaftlichen Sex hat, sondern insgesamt. Und vielen Dank nochmal für die konstruktive Kritik. Natürlich ist Sexualität sehr viel breiter zu sehen und zu begreifen und hoffentlich auch zu erleben, als nur die zwischen Menschen insgesamt. Also was ich da betonen möchte, und es ist ja spannend, dass wir das wahrscheinlich jetzt erst so drauf kommen, und mit Corona drauf gucken müsste, also es ist natürlich eine naive mechanistische Vorstellung anzunehmen, dass ein Mensch oder die Menschen überhaupt sozusagen ein bestimmtes inneres Quantum nach Sexualität hätten, sondern Sexualität ist besetzt mit Fantasien, da gibt es Vorlieben und Abneigungen und es gibt erlebte Befriedigung und wenige Befriedigung. Menschen neigen dazu, Sexualität, die nicht befriedigend ist, zu lassen und nicht unbedingt weiterzumachen. Es gibt auch welche, die weitermachen mit unbefriedigter Sexualität. Und darauf kommt es mir an. Und ich glaube tatsächlich, dass das, was zugestanden wird und zugestanden wurde, und am deutlichsten ist es, wenn man diesen Katalog nimmt, was bei partnerschaftlicher Sexualität möglich ist, dass das nicht sehr reizvoll für viele Leute ist. Und dass man dann sagt, also diese Form von sozusagen Abstand, wenn ich das Verbot nicht sexualisieren kann, sich nahe zu kommen, dann verzichte ich ab und zu mal lieber auf Sexualität. Und es ist die entscheidende Frage, ob man damit qualitativ viel verliert oder möglicherweise auch was gewinnt. Nämlich ein Nachdenken über geile Sexualität. Was ist gute und geile
Sexualität im individuellen Sinne. Wir wissen alle, dass es Unterschiede gibt, weil wir unterschiedliche Erleben von Sexualität haben und sind ganz oft mit weniger zufrieden, als was wir vielleicht könnten. Und unter Corona-Bedingungen ist es vielleicht nicht mehr so. Wirst du noch pädagogisch? Am Ende. Selbstreflexion, die Selbstreflexionschance nutzt. Ja. Ja. Was ja wirklich spannend ist, wenn man die Sexualität sozusagen in die reizvollen Aspekte beraubt, dann, ich nenne jetzt diese Partei und den Slogan nicht, aber dann, bevor ich schlechten Sex habe, lieber gar keinen Sex. Klingt für mich erstmal nachvollziehbar, aber vielleicht ist meine Bedürfnislage da auch ein bisschen anders. Ich hatte noch einen Gedanken und jetzt ist er weg. Was ich spannend fand, was für mich auch gar nicht in dieser Aufzählung, was man alles weglassen muss, passte, war das Kondom. Also du hast mit dem Küssen angefangen oder das zitiert aus der Studie, dass man sich möglichst weniger küssen soll und schon gar nicht innig. Und dann waren das ganz viele nachvollziehbare Punkte für mich. Aber das Kondom hat für mich an der Stelle überhaupt nicht gepasst. Ja, das steht da ja drin. Ja. Das steht auch da drin. Und ja. Ich habe eine Idee, aber wie würdest du das interpretieren, dass man an der Stelle gerade nochmal auf die Benutzung von Kondomen hinweisen muss? Naja, also das hat damit zu tun, sozusagen mit der Verknüpfung untergründig, also wenn es um schwule und bisexuelle Sexualität geht, von Corona und HIV. Das macht man anschlussfähig, es gibt ja bei den Studien in Ausland ist es so, die macht sich nämlich zusätzlich auch Gedanken, also man weiß ja erst, also weiß man auch von der Praxis hier, dass durch die nachlassenden sexuellen Kontakte mit Gelegenheitspartnern bestimmte sexuelle übertragbare Krankheiten weniger geworden sind. So. Jetzt weiß man, und jetzt muss man das Kondom ja wieder ins Spiel bringen, und deshalb muss man es thematisieren, weil das wissen alle, was du auch gesagt hast, dass sich das regeldynamisieren wird. Also so viel Verzicht wird auf die Dauer nicht möglich sein. Und deshalb wird das Kondom sozusagen ins Spiel gebracht. Ich habe es nicht zitiert, weil es mir auch sinnlos vorkommt. Wenn so viel... Das ist der Hinweis, wir müssten noch mal die Tür aufmachen. Der Lüftungshinweis. Das liegt in der Luft. Ja, es ist nicht rauszukriegen. Marco, was geht dir durch den Kopf, wenn du... Warst du fertig? Entschuldigung. Ja. Was geht dir durch den Kopf, wenn du die These von Martin hörst? Lieber keinen Sex als schlechten Sex. Ja, im ersten Moment finde ich sie sehr reizvoll, weil es gibt ja von Nicola Döring, hat es in der Zeitschrift für Sexualforschung, hat sie die medialen Narrative rund um Corona untersucht. Ihre Studie heißt dann Auswirkungen von Corona auf die Sexualität. Darauf geht sie kaum ein, würde ich sagen, aber sie spricht in die medialen Narrative. Und da hat sie ja, das ist interessant, rausgearbeitet, ganz stark und aufgerufen, jetzt Toys ausprobieren, jetzt neue Stellungen ausprobieren. Jetzt die eigene Partnerschaft aufwerten, kreativer machen. Also auch sehr stark optimierende Aufforderungen, implizit oder explizit. Und deine These, oder bei Mika Dürer, wie es sich daraus das medial aufgerufen wurde, dass man es jetzt nutzbar machen kann. Dass die besonderen Corona-bedingte Situation eigentlich irgendwas befruchten, das auf die Sexualität haben kann oder haben wird. Und deine These geht ja in eine andere Richtung. Ja, natürlich. Die Sexualität, also das quasi ja. Durch Corona also zu einer Entwertung von Sexualität kommt, sie verliert an Attraktivität. Ja, also das hat aber damit zu tun, das geht also auch gegen den Ansatz von dieser Forschung, nicht gegen dich, der du alles andere bist als ein typischer Vertreter der Pädagogik und der Sexualpädagogik, die immer glauben, man müsste sozusagen den Leuten auch sexuell auf die Sprünge helfen. Ich halte die Menschen schon immer für sexuell viel kreativer als viele glauben. Die wissen relativ gut, was ihnen gut tut und was sie lustig finden und weniger lustvoll finden. Und deshalb sind auch manche
Hinweise so trivial, wenn man dann sagen würde, du könntest ja auch mal mit Onanieren probieren oder partnerschaftlich onanieren, kann man auch mal machen, mutuelles Probieren, ist doch wirklich trivial. Auf das kommt man doch mit einem Stück weit Fantasie. Und die Schwierigkeit, die ich sehe, dass sozusagen Corona auch den Raum der Fantasie einschränkt. Und da sehe ich tatsächlich vielleicht auch einen Unterschied zwischen uns. Ne? Also weil ich ja tatsächlich mit meinem Slip-In auch damit abgeschlossen habe, mit meinem Glauben oder auch meinem Wunsch, wo steckt quasi das Potenzial in der Sexualität, das die Corona-Pandemie eigentlich verkraftbarer macht. Also ich kam darauf über das Genre des Corona-Pornos. Auf den hat auch Nikola Döring hingewiesen und ich habe mir das mit großem Interesse angeschaut, würde ich auch empfehlen. Was produziert, ging sehr, sehr schnell. Also die Menschen fangen sofort an, Pornos zu produzieren, in denen sie entweder die Hygienegrenzen überschreiten, also das Hygieneregime quasi sexuell explodiert. Mhm. Also es beginnt dann in irgendeinem gefakten chinesischen Labor und die Leute laufen mit rum und alles ist ganz vorsichtig, mündet dann aber natürlich in Vögeln, bis hin zu oraler Penetration durch die Mundschutzmaske, die dann so ein Loch hat und dort rein penetriert. Was ich aber in dem Moment dachte, ich muss wieder an Bion denken, einen Psychoanalytiker, der so beschreibt, es gibt irgendwie Beta-Elemente, also im ersten Moment unverkraftbare oder nicht vorstellbare, nicht verarbeitbare psychische Elemente, die quasi durch die Mutter in seinem Fall, Bions Theorie nach, werden die dann verkraftbar gemacht, vorstellbar gemacht. Das ist dann die Alpha-Funktion. Und als ich diese Corona-Pornos gesehen habe, habe ich mich halt gefragt, und war dann natürlich sexualpädagogisch vielleicht ganz begeistert und dachte, naja, das ist doch spannend, übernimmt halt hier die Pornografie diese Alpha-Funktion, macht das, was unvorstellbar ist. Und ich finde, in der Pandemie stecken unvorstellbare Momente. Also ich werde immer noch regelmäßig sprachlos über das, was mit der Welt geschieht und der Bedrohung, die da drin liegt. Und sah dann so diesen Hoffnungsschimmer und dachte, ach. Und sofort beginnen die Leute, sie sexualisieren die Bedrohung. Sie überwinden auch das, was da an einem Gefährlichen entgegenkommt. Und ja, also da könnte vielleicht die Differenz zwischen uns. Ich glaube, die gibt es schon. Also, die gibt es auch in der Vorstellung, ich glaube, du hast es irgendwann auch gesagt und du hast es ausdrücklich gesagt und das hört man auch untergründig, dass Sexualität auch etwas Tröstendes haben könnte. Das ist mir viel zu christlich als Vorstellung über Sexualität. Sexualität tröstet nicht, sondern Sexualität schafft bestenfalls, wenn es gut geht, Ekstase, also außergewöhnliche Zustände, die Überschreitung von Grenzen. Und das ist eine elementare Ausnahmeerfahrung und hat mit Trost wenig zu tun. Unbehaglicher Trost, habe ich gesagt. Ja, aber ich denke schon, das ist sozusagen, dass es einem aufkommt. Also das, aber was machen Menschen, wenn sie sich sexuell ganz nahe kommen in ganz schwierigen Situationen? Vielleicht ist das ein guter Punkt, Fragen zuzulassen. Florian. Es ist vielleicht mehr noch eine Stellungnahme auch. Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du ja zuletzt noch so einen Twist in deine Argumentation reingebracht. Also gesagt, dass da auch wieder in dem Verlust, den du ja eigentlich beschrieben hast, in dem du gesagt hast, kompensatorische Sachen sind kein oder sind gar kein Ersatz unbedingt für das, was gesucht wird, dass darin aber auch wieder ein Gewinn liegen kann, indem man darüber nachdenkt, was man wertschätzt an Erlebnis, an Fantasie. Und das führte jetzt bei mir zu dem Gedanken, also womit Björn eröffnet hat, glaube ich, oder ich weiß nicht, ob du es warst, mit diesem Titel Pandemie-Monogamie. Ohne da den Kollegen, der diesen Ausdruck geprägt hat, irgendwie kritisieren zu wollen. Aber daran liegt, glaube ich, auch ein bisschen diese naive Vorstellung, dass das, was wir momentan gesamtgesellschaftlich erleben, ein Geschehen ist, was auch sehr schnell irgendwie dann doch wieder bewältigbar und vorbei sein wird. Aber das ist ja noch überhaupt nicht klar, sondern vielleicht werden wir uns auch für längere Zeit darin einrichten. Und da stellt sich mir dann die Frage, sind nicht die 16% vielleicht so ähnlich, auch wie das bei Els am Anfang war, sind das nicht auch die Stellvertreter, die etwas bewahren über eine längere Zeit hinweg, was dann auch wieder für mehr Menschen erlebbar wird?
sind wir nicht, die wir hier heute dann zusammenkommen, als ein ganz ausgedünnter teilnehmenden Kreis, auch irgendwie Stellvertreter für eine kulturelle Praxis, nämlich zu solchen Veranstaltungen zusammenzukommen. Also so, dass wir als gesellschaftlicher Gesamtzusammenhang diese Technik nicht verlieren, über diese möglicherweise doch längere Zeit auch hinweg. Ja, also ich glaube, die Chance liegt vielleicht darin, dass wir solche Sachen stärker, also auch von Sexualität über Sexualität hinaus, also auch ganz einfache kulturelle Sachen, kulturelle Ereignisse auch stärker wertschätzen lernen, wieder, weil sie halt einen besonderen Charakter haben. Also es ist viel aufwendiger gewesen, das heute hier zu organisieren. Es ist selten, aber wir halten im Grundsatz daran fest, dass wir das noch möglich machen wollen. Also wir investieren auch gerne mehr sozusagen da rein, damit eben, und sagen nicht einfach, wir schaffen das jetzt komplett ab. Ne? Das, ja. Ja, also an der Stelle war ich auch nicht, du greifst auch, also pädagogisch, indem ich dann sage, es gibt auch eine Chance, sozusagen in dieser Situation zu reflektieren, um dann zu sagen, also wenn das Verbotene oder bestimmtes Dinge nicht mehr sein soll, dann kann man doch so etwas, und das ist was ganz anderes, miteinander, ach, vielleicht auch als Paar miteinander nachdenken und sprechen, nicht kommunizieren, fühlen, sprechen. Kommunizieren hat immer schon irgendwelche Regeln, was man denn ändern könnte, um nicht fremd zu gehen und nicht zwangsweise monogam zu sein. Ich glaube, mit diesem Beispiel wird es klar. Also, es ist so unglaublich reizvoll, mit dir Sexualität zu haben, dass mir gar nicht einfällt, woanders hinzugehen. Aber dass es so ist, da muss aber was verändert werden. Solche Dinge meine ich. Und das ist was ganz anderes, wie das, was du zitiert hast, und der Kollege zu sagen, naja, jetzt können wir mal ausprobieren in der Zeit, wie heißt es, temporäre Monogamie oder so irgendwas. Entweder stellt sie sich her, mit guten Gründen, wenn es Zwangsmonogamie ist, der würde ich misstrauen. Ich misstraue Monogamie sowieso, aber das hat andere Gründe. Es gibt zwei Fragen aus dem Netz im Moment. Boomer fragt, ob er das richtig verstanden hat, dass partnerschaftliche Sexualität, also auch in Haushalten, wo das Risiko ja eigentlich das gleiche ist, abgenommen hat. Ob er das richtig verstanden hat. Und der Homologe fragt, wie war das denn geschichtlich? Das ist jetzt nicht die erste Krise. Spanische Grippe hat er genannt, die Pest hat er genannt. Wie ist man in diesen Zeiten mit Sexualität umgegangen? Weißt du das? Hat sich das auch verändert? Naja, natürlich hat sich die Sexualität verändert. Die Sexualität, wie sehr die Sexualität sich verändert hat durch eine Krankheit, das ist an der Pest abzulesen, das hat den Umgang und die Betersichten und alles Mögliche zutiefst umgepflügt. Das ist schon so, wenn die Sexualität sozusagen in ein solches gefährliches Fahrwasser kommt, dass die Unlust überwiegen droht, dann wird verändern die Menschen was. Eine Frage, die finde ich nochmal die quantitative Frage, ist es tatsächlich so, dass die gefragt haben, also die Paare, die Sex miteinander haben, also ich glaube die Hälfte davon der Paare hat auch während der Corona-Periode Sex miteinander gehabt. Und jetzt ist es wirklich eine gute Frage, weil die naive Annahme ist, das andere fällt weg und jetzt machen die es, es bereichert sich und so. Und jetzt stellt man einfach fest, naja, der Anteil derjenigen, die weniger Sex mit dem Partner hatten, obwohl nichts nebenbei läuft, ist höher als denen, die mehr Sex haben. Jetzt soll man natürlich das nur das Quantitative als Ausdruck möglicherweise was von Inneren nehmen, sonst wären wir nur im Quantitativen. Aber das ist schon ein interessanter Hinweis. Und das heißt natürlich, und das ist wieder einer der Gründe, die
warum die Verflechtung zwischen innen und außen so interessant ist bei den offenen Beziehungen. Das macht natürlich auch was nach innen. Also das Außen macht natürlich was nach innen. Und es spricht offensichtlich dafür, dass die sexuellen Außenkontakte die Binnensexualität beleben. Dem würde ich jetzt erstmal ein paar Sätze zustimmen. Gibt es Fragen hier aus den... Kannst du die andere Frage, die der zweite User noch gestellt hat, nochmal wiederholen? Ich glaube, die ist untergegangen. Ah, das war die Frage, wie in den früheren Krisen, zum Beispiel der spanischen Grippe oder zu Zeiten der Pest, wie da Sexualität gelebt oder sich verändert hat. Habt ihr hier vor Ort noch Fragen? Ja, da stimmt noch viele, oder? Ja, da stimmt noch viele, ja. Also ich habe jetzt, was du jetzt aufgegriffen hast mit diesem selbstreflexiven Potenzial oder dem Erkenntnispotenzial in der Corona-Pandemie, natürlich springe ich da drauf an, weil ich mache ja sexuelle Bildungsangebote für schwule Männer und ich bin da auch überzeugt von, dass das sinnvoll ist, auch zu sprechen miteinander über Sexualität und sie wirklich zu reflektieren. Und eine Frage, die ich in den Workshops immer gestellt habe, die mir auch gut gefällt, die ich auch jedem nahelegen kann, darüber nachzudenken, war immer, was ist durch Corona in mein Leben getreten und in mein sexuelles Leben getreten und was ist durch Corona aus meinem sexuellen Leben verschwunden? Oder wenn man es drastischer ausdrücken will, was hat Corona meinem Sexleben geschenkt und was hat Corona meinem Sexleben geraubt? Mhm. Und da fand ich tatsächlich, dass es interessante Gespräche sind und sie sind oft gemündet in den Veränderungen, Auswirkungen auf die Partnerschaft, auf die Beziehung, den Beziehungssex. Und da aber, wie ich es vorhin schon ausgefächert habe, halt wirklich in der ganzen Vielseitigkeit, die ich da vorhin beschrieben habe, wie Schwule eben reagieren auf die Pandemie. Und aber trotzdem finde ich das, sich in der Ambivalenz anzuschauen, eine gute Sache. Das Geschenk und der Raub durch Corona. Mhm. Natürlich kann man das nicht vereinseitigen. Es ist auch nicht richtig, jetzt nur gerade zu klagen und zu jammern und zu sagen, das ist alles nur ganz furchtbar. Glaube nicht. Und die nicht können, die gar nicht können oder wollen, die ändern ihr Verhalten auch nicht. Du hast die 16% angesprochen. Und natürlich wird weitergevögelt. Das habe ich vorhin noch, also da bin ich fest davon überzeugt, es hat sich dadurch, dass sich die Maßnahmen geändert haben und der gesamtgesellschaftliche Umgang mit der Pandemie sind diese Arrangements entstanden. Und dazu zählt auch, dass weiter gefickt wird. Und auch zahlreich. Also ich glaube nämlich tatsächlich, dass dann, das finde ich auch gut, da geht es viel stärker um irgendwie Dynamik und Aushandlung und nicht nur ums Zurückziehen und Vereinseitigung. Also das, ja, aber das will ich jetzt genau wissen. Wenn ich schon so eine These aufstelle, dass ich sage, also die Sexualität hat sich desexualisiert und insgesamt gibt es weniger Sexualität. Das würde ich nach wie vor auch jetzt noch gelten. Ich glaube, das hat sich regionalisiert, das ist nicht so schrecklich wie da. An welche Ausweise denkst du denn? Weil das vorkommt, ist mir klar. Aber wenn du jetzt als vorherrschende Form denkst, also... Naja, ich würde da ganz pragmatisch antworten. Also die Cruising-Wälder sind doch voll. Kürzlich sagte jemand, mit dem ich Sexualberatung gemacht habe, der meinte, es gibt kein freies Blatt mehr in den Cruising-Wäldchen. Und das andere ist, dass ich glaube, dass weiter gedatet wird, und das finde ich ja spannend, dass es nicht darum geht, du hast ja die absurden Regelungen hier vorgetragen. Die Gesundheitseinrichtungen jetzt nahelegen beim Thema Sex. Das halte ich wirklich für Quatsch, weil wer gerade Sex haben will, mit wechselnden Partner kann sich an das ja gar nicht halten. Was ich aber glaube, und das finde ich spannend, ist die Dimension der sozialen Verhandlungen, dem Abgleich mit anderen Lebensbereichen. Da passiert total viel. Leute wägen ab, überlegen, naja, das habe ich vorhin beschrieben, sie minimieren in anderen Lebensbereichen die Risikokontakte, dafür gönnen sie sich ab und zu eine Sexparty. Ja. Oder gehen doch in den Wald und so. Das heißt, ich glaube, wenn man drauf guckt, wie verhalten sich Schwule gerade sexuell, würde ich es nicht vergleichen mit den Maßstäben, die gerade Gesundheitseinrichtungen formulieren, sondern sehr viel stärker darauf gucken, welche Arrangements, Abwägungen, Kompromisse bilden schwule Männer. Und sie fangen, das sieht man ja auch auf den Dating-Apps, das normalisiert sich eher für den Teil. Also glaube ich auch, ich bin aber nur, also ich... Meine These würde ja völlig in sich zusammenbrechen, wenn es nicht wirkungslos wäre. Ich glaube, es ist gedämpfter. Und es ist ja kein Widerspruch, wenn du sagst, es ist, die Cruising-Bezirke sind voll.
Das, was geschieht da? Man geht grüßen und geht wieder nach Hause? Oder was geschieht? Das will ich immer genauer wissen. Also, und genauer angucken. Auch wie du so schön gesagt hast vorher. Also auch die sind nachts nach Hause gegangen und die Menschen sind nachts nach Hause gegangen und die Bettdecke gekommen. Da habe ich mich gefragt, welche Menschen, welches Ausmaß, dass es vorkommt, ist mir klar. Aber wie greift es ein? Ich glaube, das kann ich nicht genau beantworten. Da fehlt ja auch, damit haben wir ja die ganze Zeit festgestellt, da fehlen Daten, das ist zu jung. Aber was ich glaube, was da passieren muss, was ich ja spannend finde, ist, die Menschen machen einen individuellen Spielraum geltend in ihrer Sexualität. Mhm. Und das halte ich für auch eine gesunde Einstellung. Mhm. Eine gesunde Einstellung. Und ich glaube, das ist doch offenkundig, dass Menschen das tun. Sie machen einen individuellen Unterschied. Sie nutzen den Spielraum, der ja da ist. Mhm. Und dann glaube ich auch, es sind auch kleine Triumphe. Dieser Gang für manche, das ist ein Triumph über das von Entsagungen dominierte Leben im Gehand. Und es kann kein Triumph sein, diesen Wäldchen zu stolzieren und dann ja, das kann in der frischen Luft. Also in dem Beispiel, was du mit den Pornos genannt hast, den Corona-Pornos, da gefällt mir das ja auch. Das ist ja sozusagen irgendwie die, mit den eigenen Mitteln zu schlagen. Also indem man genau das, also sozusagen dann also sozusagen angeregt wird, ein Loch zu suchen, wo das Loch zu ist. Also das hat sich ja wirklich wunderschön beschrieben mit der Maske. Mhm. Also das heißt, dass es eine paradoxe Aufforderung ist, also eines zu finden. Und es thematisiert ja auch den sexuellen Wunsch, also offensichtlich nach Eindringen, der da ist. Das finde ich auch schon spannend. Was ich mir überlege, ist, und ich weiß nicht, ob wir so weit kommen können, du hast das vorher auch gesagt, du auch, wir haben ja gesagt, also was wären pragmatische Lösungen als Aufgabe, um jetzt noch Sexualität miteinander zu haben, Lust vor der Sexualität miteinander zu haben. Und du hast ja jetzt ja fast eine Kreative genannt. Welche meinst du? Ja, individuelle Spielräume ausloten. Also sozusagen, also paradox sozusagen reagieren, die Spielräume sind eingegrenzt und in dieser Eingrenzung werden verstärkt individuelle Spielräume ausgelotet. Das wäre für mich eine der sozusagen kreativen Umgangsweisen und kreativen Reaktionen auf das Verbot. Und natürlich ist es, also das muss ja sein, bei einem solchen kolossalen Verbot muss es, das gefällt mir gut, dieses viele kleine Triumphe geben, ihm ein Schnippchen zu schlagen, auf unterschiedliche Art und Weise. Ja, ich denke tatsächlich, wir sprechen ja auch im AIDS-Hilfe-Kontext, wir sind ja alle assoziiert im weitesten Sinne mit AIDS-Hilfe. Da glaube ich, es muss darum gehen, um diese kreativen Spielräume, die genutzt werden. Das ist die Wiederholung dieser ganz praktischen Regeln da, das hilft ja nicht weiter. Ich glaube, es geht um eine Gesprächskultur über das, was Schwule miteinander gerade machen. Und ja gut, aber wir müssen das Interessante ist ja, dass man es miteinander macht und am Ende wahrscheinlich dabei herauskommen kann auch, dass man die Regeln überschreitet, die jetzt aufgestellt werden. Weil sie sind ja da. Also wir müssen uns ja damit auseinandersetzen, sie stehen ja drüben da in allen Verlautbarungen und jetzt müssen wir sagen, was machen wir mit diesen Regeln? Und was man sich nicht vorschreiben lassen sollte, also moralisierend ist, also ein halbwegs gleicher Umgang. Also entweder ist man so radikal, dass man sagt, also wenn eine Maske in allen sozialen Zusammenhängen, wo sie auch immer weggelassen wird, dann werde ich wütend und mache die heftigsten Vorwürfe. Also ich plädiere dann für mehr Radikalität. Wenn aber eine Maske beim Sex miteinander weggelassen wird, sich dann besonders zu empören, das ist Heucheln. Eine andere Frage, die ich jetzt ganz spannend fand im Stream hier, ich weiß nicht, ob er jetzt noch an ist,
war mit Maskenverweigerern. Hat das einen sadomasochistischen Impuls? Kann das so einen Impuls haben? Maskenverweigerer wo? Naja, diese Mund-Nasen-Schutz-Verweigerer. Ist das ein Spiel auch mit Verletzungen oder ist das einfach ein politisches? Also, weil das kann man nicht beantworten, da muss man genauer hingucken, um sagen zu können, das ist eine sozusagen eine lustvolle sexuelle Reaktion darauf. Das hat vielfältige Gründe. Aber hier kommt es mir eher vor zu sagen, also wir können genau hingucken und sagen, warum, du hast es ja gesagt, warum empören sich die Leute dann so sehr, wenn man dann sagt, die Leute haben jetzt aber doch Sex miteinander und waren nicht ganz so vorsichtig. Also was ist da die besondere Empörung? Das ist das alte Problem der Sexualität. Sonst wird es auch empört, aber es geht sozial viel besser durch. Also, ich meine, das lässt sich ja ohnehin beobachten, dass quasi... Und das war ja auch schon vor Corona da, also dass es quasi dem umso strenger teilweise sich empört und verfolgt wird, quasi der Blick umso verfolgender und verurteilender wird, wenn es um Sexualität geht. Das ist ja was, was dann auch aus keiner Corona-Pandemie, das war auch vorher schon. Ja. Das wird jetzt nur irgendwie sichtbarer. Also auch ein Prostitutionsverbot ist es ja völlig offensichtlich. Das ist ja wirklich, würde ich sagen, massiver Eingriff in die Berufsfreiheit. Auch von Personen, andere Lebensbereiche haben sich wieder normalisiert, durften sich normalisieren, entwickeln Hygienekonzepte. In der Bereich der Sexarbeit, in dem man übrigens vor der Pandemie auch schon Hygienekonzepte entwickeln musste und umsetzen musste, wird ausgemessen. Also genau. Da wird dann eine Tendenz offensichtlich, die vorher schon da war, also Sexualskepsis und Sexualverurteilung. Würdet ihr dann in meiner Einschätzung vielleicht teilen, dass es eigentlich erstaunlich ist, wie wenig sozusagen die Sexualität auch in den Fokus gerückt wurde von solchen moralisierenden Vorhaltungen bisher. Also du hast zwar andere Beispiele zitiert und das gibt es alles und diese eigenartigen Papiere aus Kanada, glaube ich, Tipps zum Corona-konformen Sex und so, das unbenommen, das gibt es, aber ich habe den Eindruck, dass andere Gruppen stärker im Fokus sozusagen dieser Debatten stehen, was ist jetzt zulässig, welche Spielräume darf man austesten. Oder also in jüngerer Zeit, in den letzten Wochen waren es vor allen Dingen die jungen Erwachsenen, die jetzt egoistisch feiern und damit die Pandemie treiben. Ich finde, die Struktur dieses Arguments erinnert irgendwie an Dinge, die wir aus dem Bereich Sexualität kennen, aber interessanterweise sind schwule Männer zum Beispiel nach meinem Eindruck nicht besonders im Fokus momentan. Und es ist ja sogar so, man könnte es auch umgekehrt rausrufen, die Sexarbeit wurde wieder zugelassen vielerorts, also relativ zügig bei allem, zum Glück, ja, würden wir hinzusetzen, aber das erschien mir jetzt am Anfang gar nicht so notwendig, dass das so schnell wieder zugelassen wird. Also mein Eindruck wäre, vielleicht gibt es hier auch eine große Bereitschaft auszuhalten, dass Sexualität weiter stattfindet. Mhm. Ich finde es, glaube ich, da ist was dran. Also, das ist, also es gibt nicht diesen empörenden Blick sozusagen, also den sehe ich auch nicht. Also, dass sozusagen jetzt gesucht und empört wird, weil es Sexualität stattfindet. Und es gibt ja auch, und das ist ja, da ist man ja auch geschützt. Es gilt ja irgendwie, das Schöne daran ist, dass es ja irgendwie für alle gilt. Also, das bisschen mehr Promiskuität von den schwulen Männern, das kann man vergessen in diesem Zusammenhang. Und das bisschen mehr Partnerwechsel kann man auch vergessen. Aber diese Auflagen gelten einfach für die gesamte Sexualität von allen anderen und fordern allen unglaublich viel ab, also, wenn man sich denn daran halten würde. Und mit ganz großer Sicherheit, und deshalb wird es sozusagen, da bringst du mich drauf, werden die Homosexuellen jetzt nicht über Corona ins Visier geraten, weil die Heterosexuellen das noch viel mehr übertreiben als die Schwulen das machen. Ich bin völlig sicher. Die sind ja auch nicht alle in häuslicher Gemeinschaft, sondern die leben als Singles in getrennten Zusammenhängen und sind sich begegnet, obwohl man in den Zeiten das nicht sollte. So ist es nicht. Also da gibt es das Verständnis, dass man sich an diese Regeln nicht halten kann, das ist ubiquitär.
Ich fand es spannend, in dem Chat ist nochmal der Begriff Sexverbot gefallen und ich glaube, wir sollten nochmal klarstellen, dass es ja kein formales Sexverbot in dem Sinne gab. Sexualität, ich glaube, man kann sie nicht verbieten und man sollte sie auf keinen Fall verbieten. Aber an der Stelle würde ich dir auch widersprechen, Martin. Natürlich trifft es unterschiedliche Gruppen unterschiedlich. In dem Moment, wo ich in meinem Haushalt lebe mit meinem Partner oder wo auch Partnerschaften explizit aus diesen Regeln ausgenommen sind, habe ich natürlich die Möglichkeit, Sexualität innerhalb dieser Regeln zu haben. Für alle, die Singles sind, wird es ja deutlich schwerer, weil sie diese Regeln ja auch dann ein Stück weit brechen oder naja, nicht nur ein Stück weit, sie müssen sie brechen. Und das erfordert ja eine ganze Menge. Und auf der anderen Seite bedeutet das auch eine ganze Menge, weil Menschen in den Kontexten, in denen sie leben, ich sage jetzt mal ganz böse, gefangen sind und da nicht mehr so rauskommen. Also ich habe in Italien gab es ein Ausgehverbot, du durftest dich nur 200 Meter um deine Wohnung bewegen. Wenn die Polizei dich erwischt hat, gab es wirklich empfindliche Strafen. Da sind wir ja hier in einer sehr privilegierten Situation, aber ich denke zum Beispiel auch an junge Schwule, die sich jetzt nicht outen können oder an andere, die jetzt in Kontexten sind, wo das nochmal nicht nur auf die Sexualität, sondern auch auf das allgemeine Leben erhebliche Auswirkungen hat. Also ich kann natürlich sehr viel Empathie aufbringen und Verständnis und auch Mitleid für jetzt junge Schwule in der Pandemie. Und wir haben ja auch gesprochen über die Spezifika schwuler Sexualkultur, die unter diesen Maßnahmen gerade leidet oder eingeschränkt ist. Aber mir geht es darum, an diesem Punkt, ich habe das ja auch gesagt, dass dieser Widerspruch gegen die Aussage, dass Corona alle Menschen trifft, es kommt ja vor allem aus LGBT-Verbänden. Da bin ich halt so zurückhaltend, es gibt für mich keine explizit LGBT-feindlichen Maßnahmen, die gerade getroffen werden. Ich bin sehr bereit dazu, über die unterschiedlichen Auswirkungen, weil wir in unterschiedlichen sozialen Situationen sind. Da bin ich sofort dabei, darüber zu sprechen und auch gesellschaftskritisch darüber zu sprechen. Aber man muss da aufpassen. Es gibt für mich noch keine Maßnahmen, die sich explizit gegen sexuell-geschlechtliche Minderheiten wenden. Und es trifft halt genauso gut genau die Heterosexuellen. Als ich vorhin davon gesprochen habe, dass in Spanien und Frankreich die Menschen unter ihre Decken hüpfen, dann dachte ich an alle. Wirklich, weg. An all die, und das hat sich halt in den letzten Jahrzehnten ganz fundamental durchgesetzt, all die sexuellen und libidinösen und amorösen Konstellationen, die nicht in der Ehe und in einem Haushalt stattfinden. Und das sind halt unendlich viele. Also die Unterschiede wären dann nicht nach der sexuellen Objektwahl oder Ähnlichem, sondern nach den Lebensformen. Genau. Und diese Unterschiede, und das macht sozusagen die Angriffe schwächer. Oder stärker. Ja. Also ich habe das nicht auf Gruppen bezogen, sondern es war die Kontexte sozusagen, in denen Menschen leben. Ja, auch eine Frau, die zu Hause Gewalt erfährt, ist jetzt durch Ausgangssperren oder irgendwas, was dann möglicherweise wieder kommt oder was es dann gab, in einer prekären Situation, aus der sie nicht raus kann. Mhm. Ja, und ich glaube, da gibt es ganz viele Möglichkeiten oder ganz viele Situationen, wo die Regeln, die einen milder treffen, die anderen aber besonders hart treffen. Das war nur mein Punkt. Naja, nee, also das ist ja völlig klar. Das ist ja, kommt einem durch die Hintertür ja wieder entgegen, auch in den Studien. Also diejenigen, die in häuslicher Gemeinschaft leben, gehen ein Risiko miteinander ein, weil die sind ja nicht nur isoliert, die gehen ja manchmal auch einkaufen oder Ähnliches, aber die sind besser dran. Natürlich sind die besser dran, weil man dann sagen kann, also da sind diese Risiken sozusagen minimierter und die anderen, die das nicht so tun und dafür schon mal 100 Kilometer fahren wollen, weil es bei uns besonders vielversprechend ist, die gehen mehr Risiken ein, natürlich, klar, so. Aber dafür ist es manchmal auch das Risiko wert. Gibt es hier aus der Runde noch Fragen? Dann, was wäre denn eine Empfehlung, die ihr uns gebt? Eine kreative Idee?
für den Umgang mit Corona und Sexualität und Corona und Dating. Mhm. Naja, auch das, was Martin vorhin gesagt hat, aufgreifen würde ich sagen, tatsächlich diesen Moment der Selbstbeobachtung und der Neugierde auf die eigene Sexualität und wie sie so vonstatten geht mit und während der Pandemie. Das wäre so der Punkt, für den ich mich stark machen würde. Und unbedingt oder keinesfalls zu vergessen, dass wir eben leidenschaftliche Wesen sind. Und dass zur Leidenschaft auch gehört, dass man quasi mit diesem Verarmten, mit dem man gerade irgendwie umgehen muss, dass da ab und zu, dass man da ausbricht raus, dagegen rebelliert, sich daran reibt und darüber im Gespräch zu sein. Leidenschaftlichkeit nicht zu vergessen und Neugierde auf die eigenen sexuellen Bedürfnisse, die man während der Pandemie. Dafür würde ich mich starten. Dankeschön. Martin? Ich stimme dir voll zu, mit der einen kategorialen Differenz, dass ich sagen würde, oder ergänzend sagen würde, da du Leidenschaft sagst, sage ich Lust, dass man sozusagen nachhört der sexuellen Lust und, und sie stärker als wir das oft tun, wieder in den Mittelpunkt der Sexualität zu rücken versucht. Und dann kann man sich ja neue Fragen stellen. Was ist ihr dienlich und was ist ihr nicht dienlich? Und dann komme ich wieder, es ist ganz furchtbar, dass ich dann wieder zurückkomme auf die Frage des unter Umständen Verzichts. Also ich bin, seit ich mit Corona beschäftigt bin, so sehr mit einer qualitativen Vorstellung von Sexualität beschäftigt, wie vorher nicht. Vielen Dank. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann möchte ich mich auch noch mal ganz kurz das qualitativ besonders wertvoll der Beifall, auch wenn es sozusagen quantitativ nicht so viele Leute sind. Ja, ja. Es bleibt aber so was Gespenstisches. Ja, ja. Formal. Das hat man auch im Gespräch gemerkt. Ja, ja. Ja. Ja, das stimmt. Für mich ist dabei hängen geblieben, dass Sexualität immer einen Moment auch von Rebellion hat. Das bestärkt mich so ein bisschen in dem, was ich so mache. Und oh, jetzt wird es interessant. Aber es geht heute nicht um mich. Ja, du bist immer so unvorsichtig, das will ich dann immer fragen, um was es geht. Naja, ich muss zumindest für einen Teil meines Beziehungs- und Sexlebens eine Landesgrenze überwinden. Und auch das war in den vergangenen Wochen nicht immer ganz leicht. Siehst du, und so einfach wird man zum Rebell. Ja, ja, ja. Und das in meinem Alter. Genau. Meine lieben Zuschauer, ich danke euch ganz herzlich, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr Fragen gestellt habt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir werden die Videos ein bisschen bearbeiten und dann auf unseren YouTube-Kanal stellen. So, jetzt habe ich aber für euch beide natürlich auch ein kleines Geschenk aus Frankfurt. Natürlich gibt es einen Apfelwein und jetzt dürft ihr euch überlegen, wer welchen Apfelwein bekommt. Ein bisschen einen milden und ein bisschen stärkeren. Und es gibt natürlich einen Frankfurter Kranz im Glas. Das ist jetzt die Typfrage. Mild oder was war der Alternative? Ja, der ist ein bisschen kräftiger. Ich nehme den milden. Ist der andere kräftig oder schärfer? Scharf ist, was du draus machst, mein lieber Martin. Danke. Vielen Dank. Ja, vielen Dank an euch. Ich hoffe, wir können diese Diskussion weiterführen, weil wir sind ja nicht zum Ende gekommen. Pandemie wird weitergehen, die Diskussion wird weitergehen und Sexualität wird weitergehen. Ja, aber wenn dieses Gefühl, was ich jetzt habe in dieser Veranstaltung, was ja Corona bestimmt ist, wenn das ein bisschen für die Sexualität gilt, die wir besprochen haben, kann man sagen, es ist ziemlich anstrengend geworden. Also ich finde es richtig anstrengend, gemessen an dem, ich bin es jetzt nicht gewohnt, aber gemessen an anderen Veranstaltungen mit anderen Bedingungen und selbstverständlicher. Also ich glaube,
Ich glaube es nicht ganz. Es gibt von dem, was hier passiert und was hier atmosphärisch passiert, gibt es auch quasi einen Schatten. Und in dem Schatten geht es nicht nur so zu. Das ist ja, glaube ich, die Differenz in unseren beiden Beiträgen auch. Ja, ja. Ich glaube, dass quasi im Schatten dieses Verzichts und dieses entbehrungsvollen Daseins, da ist Dynamik und Bewegung drin. Ja, das glaube ich auch. Auch im Sexuellen. Nein, nein, ich glaube, Depression habe ich ja auch nicht gesagt. Also, ich halte jetzt, glaube ich, nicht, dass es um Depression handelt. Hm. Dankeschön. Jetzt können wir noch weiter. Ich danke euch allen ganz herzlich. Euch vor allem. Bleibt gesund, bleibt munter. Habt Spaß am Sex. Dankeschön.